Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 5, Wahl der Vizepräsidentin des Hessischen Rechnungshofs. Nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über den Hessischen Rechnungshof vom 18. Juni 1986 werden der Präsident sowie der Vizepräsident des Hessischen Rechnungshofs vom Landtag auf Vorschlag der Landesregierung mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder ohne Aussprache gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/4044, Wahlvorschlag der Landesregierung für die Wahl der Vizepräsidentin des Hessischen Rechnungshofs, hat die Landesregierung am 15. November 2016 beschlossen, auf Vorschlag des Ministers der Finanzen für das Amt der Vizepräsidentin des Hessischen Rechnungshofs Frau Regine Banzer vorzuschlagen. Falls keine geheime Wahl beantragt wird, lasse ich nunmehr abstimmen. Ich sehe keinen Antrag auf geheime Wahl. Dann können wir über die Drucksache 19/4044 abstimmen. Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer lehnt den Vorschlag ab? Das sind die Fraktionen von der SPD. Und wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKEN. Damit hat der Wahl... Bitte? Frau Öztürk hat zugestimmt. Entschuldigung. Also, auch mit Zustimmung Frau Öztürk hat dieser Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags, 56 Stimmen, erzielt. Und Frau Regine Banzer wurde als Vizepräsidentin des Hessischen Rechnungshofs gewählt. Sehr geehrte Frau Banzer, ich darf Ihnen ganz herzlich auch im Namen des Hauses gratulieren und wünsche Ihnen eine glückliche Hand und alles Gute im neuen Amt. Applaus